Für viele Details wie Ecken und Durchdringungen gibt es Formteile, welche die Arbeit auf dem Dach vereinfachen und euch einiges an Zeit sparen. Mein Name ist Patrick Schick und in diesem Video zeigen wir euch die fachgerechte handwerkliche Ausbildung einer Außenecke. Bevor wir mit der Ausführung der Außenecke beginnen, möchte ich euch nochmal an die richtige Einstellung des Handschweißgeräts erinnern. Mehr zu diesem Thema findet ihr in diesem Video. Zuerst bereiten wir uns einen Zuschnitt aus Dachbahnmaterial für den Anschluss vor. Als erstes müssen die Flächen im Eckbereich mit Reiniger bzw. Nahtaktivierer gereinigt werden. Nun wird der vorbereitete Zuschnitt aus trägerlosem Material angelegt und die T-Stöße für die Eckteile entsprechend vorbereitet. Damit das Eckteil passgenau an der Außenecke anliegt, formen wir den Zuschnitt aus trägerlosem Material nun thermisch vor. Im Grunde sieht dieser Zuschnitt aus wie das Fertigformteil. Dazu später mehr. Im nächsten Schritt wird das Eckteil fachgerecht thermisch auf die Flächenbahn verschweißt. Achtet dabei auf einen mindestens 3 cm breiten Überlappungsbereich an allen Kanten. Zum Schluss auch hier nochmal an allen Kanten und Ecken mit der Andrückrolle abrollen. Und damit ist die handwerklich ausgebildete Außenecke fertig. Wem die handwerkliche Eckausbildung zu zeitintensiv ist, dem empfehlen wir die Verwendung unserer Formteile. Damit spart ihr viel Zeit und erhöht zudem die Sicherheit der Eckausbildung. Und auch die Optik ist mit den Formteilen professionell und gleichmäßig. Schaut euch zum Thema Abdichtung mit Kunststoffdachbahnen auch diese Videos an. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Auf unserem Kanal gibt es jede Woche ein neues Video zum Thema Dach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.